Herzlich willkommen. Ich bin Wolfgang Rademacher. Ich möchte Ihnen jetzt mein Buch Die Macht des Schuldners vorstellen. Wie schafft man ca. 2,2 Millionen Euro Schulden aus der Welt, ohne dafür bis in die dritte Generation fronten zu müssen? Wenn Sie mit dem Buch Die Macht des Schuldners durch sind, werden Sie es wissen und derweilen für sich viele nützliche Tipps und Hinweise aufgenommen haben, wie Sie Ihre Schulden mit Anstand, Würde, Lebensqualität selbst regulieren können oder finanzielle Schieflage erst gar nicht aufkommen lassen. Bei der Macht des Schuldners hat mein eigenes Leben selbst die Feder geführt. Sie erfahren, wie ich in jüngeren Jahren zum ersten Mal in eine Schuldenfalle geschlittert bin, wobei Ahnungslosigkeit und Naivität einen vorzüglichen Schmierfilm für das schnelle Abrutschen meines Finanzdesasters gebildet hat. So habe ich hautnah miterlebt, wie ich über unglücklich verkettete Umstände und ohne es zu wollen in das eingangs erwähnte siebenstellige Millionengrab gestürzt bin. Daraus bin ich wieder herausgekommen. Ich habe es nicht zuletzt deshalb geschafft, weil ich eine Zauberformel gegen Schulden angewandt habe. Ändere deinen Blickwinkel, sagte ich innerlich zu mir. Allein dieser geistige Perspektivwechsel war der Schlüssel zu meiner nachhaltigen Problemlösung. Ganz anschaulich und leicht nachvollziehbar anhand meines eigenen Schicksals. Der Buchtitel ist Programm. Wer Schulden hat, hat Macht. Ich verdeutliche alleine, wie mit Hilfe dieser geänderten Weltansicht jeder einen Ausweg aus der Schuldenfalle finden kann. Beispielsweise, welche rechtlichen Möglichkeiten sollten Sie unbedingt nutzen? Machen Sie Ihren Gerichtsvollzieher zu Ihrem Freund? Wie kochen Sie kaltherzige Banker weich? Was müssen Sie tun, wenn Sie zur eidesstattlichen Versicherung geladen werden? Das Wichtigste bei allem ist, stecken Sie niemals den Kopf in den Sand. Das neue Insolvenzgesetz, das überschuldeten Privatleuten die völlige Befreiung von ihren Schuldenlasten nach einer sechsjährigen Wohlverhaltensphase in Deutschland in Aussicht stellt, ist in Wahrheit Augenwischerei und äußerst trügerisch. Das glauben Sie nicht? Es ist eine ganz traurige Wahrheit über diesen verlockenden Rettungsring, der sich als Bleiweste entpuppt und so, dass es allemal besser ist, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, als mal wieder auf Vaterstaat zu hoffen. Meine spannende Geschichte zeigt, wie ich als ganz normaler Mensch mehr als 2,2 Millionen Euro Schulden zu gerade etwas über 60.000 Euro zusammenschmelzen konnte. Und diese Restsumme habe ich überdies noch mittels bequemer Ratenzahlung über Jahre gestreckt. Ein wertvolles Lehrstück für jeden Schuldner, egal bis zu welcher Gipfelhöhe ihr persönliches Schuldengebirge gerade reicht. Jeder, ich sage hier ganz bewusst, jeder Partner hat ein Recht auf Entlohnung, wenn er seine Leistungen ordnungsgemäß erbracht hat. Dieses Recht haben natürlich auch die Gläubiger. Die Macht des Schuldners ist also keinesfalls ein Ratgeber für schäbige Schuldenpreller. Aber das heißt ja nicht, dass man als Schuldner bis zur totalen Selbstaufopferung ausbluten muss. Ganz im Gegenteil, Pfiffigkeit ist Trumpf. Die Macht des Schuldners hilft jedem redlichen Menschen dabei, zwar seine Schulden aus der Welt zu schaffen, nicht aber seine Zukunft. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen und kostenloses Informationsmaterial finden Sie auf der erfolgsonline.de. Ihr Wolfgang Rademacher.